Christian, ich kann mich erinnern, noch vor etwa 4 Jahren hast mir du einmal ein kleines Video gezeigt. Vom Riebmiller zu Blut. Das ist ein altehrwürdiges Gasthaus da. Genau. Und was hast du da gemacht? Da bin ich zur Geburtstagsfeier eingeladen und da habe ich eben schon die Figur von Oma Lilli im Kopf gehabt. Okay. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal ausprobieren, ob die Figur überhaupt ankommt. Ja. Und ja, und dann habe ich dir das einmal geschickt. Und bei mir ist es brutal angekommen, Christian. Und du bist jetzt im 4. Jahr und in der 3. Spielsaison. Ja, im 3. Programm. Und jetzt ist die Katze eigentlich eh aus dem Sack, schon seit länger in den Medien. Oma Lilli heiratet. Genau. Wie kommt man zu dem Entschluss, bitte? Ja, das ist einfach ganz einfach gewesen. Das hat sich so agiert. Beim 2. Programm hat die Oma Lilli eine Kontaktanzeige geschrieben und da hat sie einen Brief zurückgekriegt von Paul Rüdeser. Ja. Und da hat sie einen Antrag gegeben und dann hat sich die Oma Lilli entschlossen, sich zu heiraten. Also zu verheiraten. Zum Heiraten. Ja, super. Ja. Wir kommen dann dazu noch mal später drauf ein bisschen. Du haltest da zwei schöne Puppen da, die Oma Lilli als Puppe und auch eine Riesenleidenschaft von dir, ja. Das Kasperltheater. Ja. Du hast volle Säle, du bist im Zimmerpark unterwegs, du bist im Messepark unterwegs, im Interspar-Felke, überall, was hier zu Facebook. Voll, es ist übervoll. Was macht das aus? Ich glaube, das ist eine Herzenssache für mich. Ich denke, das kann ich eigentlich meinen Eltern verdanken, weil die sind als Kind mit uns ins Kasperltheater gegangen. Also wo wir noch Kinder gewesen sind. Und das hat mich immer so bewegt und berührt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich einmal groß bin, das bin ich leider nie geworden, aber dafür bin ich alt geworden, habe ich mir gedacht, na, wenn ich älter bin, dann möchte ich das gerne machen. Und mittlerweile habe ich 3 Bühnen, eine kleine Bühne für Kinder-Events, für Kindergärten etc., eine Mittelbühne für die Einkaufszentren und eine große Bühne für größere Eventveranstaltungen. Du bist, wohl schon dir schmeicheln zu wollen, ein Tausendsasser. Wir haben dich auch schon als Kaiser da gehabt, nicht nur als Oma Lilli. Jetzt haben wir dich als Kasperl und als Christian Mayer da. Nicht als Kasperl, Christian Mayer. Das zeigen wollen oder sich präsentieren wollen. Eine Rampensausi. Das ist deins, oder? Ich weiß nicht, ob ich eine Rampensau bin. Das ist lieb gemeint. Ja, nein. Ich denke einfach, die Dinge, wo ich spiele, gerade mit dem Kasperltheater, das ist so, wie ich schon gesagt habe, eine Herzenssache. Und die Oma Lilli ist ja auch aus so einer Geschichte entstanden mit dem Besuch aus dem Altersheim, wo eigentlich von da die Idee kommt. Und die wollte einfach mit dieser Figur auch was transportieren. Und zwar einfach, dass auch die älteren Menschen wirklich noch gehört werden. Nicht nur das, sondern auch, dass sie noch auch heute werden sie teilweise abgeschoben durch. Also du willst einfach ein bisschen Sprit geben der jüngeren Generation. Es gibt auch Leute, die haben euch eine Basis geschaffen. Das sind die alten Menschen, die reifen Menschen und die gehören ein bisschen geehrt. Und du verpackst es ja grundsätzlich mit viel Humor. Du hast einige Spielsaisonen ja ganz alleine gespielt und hast geschrieben. Jetzt hast du einen sehr sympathischen und aktiven Menschen, den Leander Marxer. Der macht die Regie und mit Drehbuch und so weiter. Und jetzt haben ja da gewaltige Proben mittlerweile, also mit Mentaltraining und Übungen und alles. Also ist das wirklich notwendig so in die Richtung? Ja, ich denke schon, weil der Leander ist ja sehr professionell unterwegs und der sieht auch, Christian, wir müssen schon ein Bühnenprogramm bieten, wo eine andere Klasse darstellen sollte, oder? Und ich war ja immer der, das ist so laienhaft, das ist, das wird schon irgendwie passen und das spielt sich jetzt nicht mehr. Ja. Und ich bin froh, dass ich wirklich ein tolles Team hinter mir habe, also vor und hinter der Bühne, man braucht jeden und da bin ich wirklich dankbar, dass wir dann schlussendlich diesen Erfolg haben und
will so seinen Falter können. Aber was mir auch bei diesem Programm wichtig ist, die Hochzeit, und das soll auch schon auch spiegeln für die älteren Menschen, dass die im hohen Alter auch noch diese Gefühle haben, diese Zuneigung brauchen. Einen Partner haben dürfen. Genau, jemanden haben dürfen, ja. Weil sie halt ja, wo viel alleinig sind und ja, schon diese Sehnsucht in sich trägt. Das ist die Oma Lilli in Vorarlberg, die hat, du hast schon die Tochter Irma war schon genau, da. Genau, die Gerlinde. Die Gerlinde ein bisschen, sehr eine taffe Frau, die ja. Das sehr gut umgebracht hat. Die, wo auch jetzt verantwortlich ist mit mir zusammen, ist Drehbuch, die hat das Drehbuch geschrieben. Die hat da das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und das, wie gesagt, ist Oma Lilli Vorarlberg, aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen. Du gehst auf Österreich-Tournee, Oma Lilli Solo, oder? Ja, das war ganz spannend. Das war Hammer, oder? Oder ist Hammer? Und zwar ist eine Agentur aus Oberösterreich auf mich herangetreten. Er würde gern die Oma Lilli in verschiedenen Orten haben in Österreich. Und da freue ich mich jetzt auf diese Österreich-Tour. Startet um in Graz. Dann geht es weiter nach Kärnten, im Börtschak am Wörthersee, Dann nach Adlenkbach, dann nach Machtrink und die Endstation machen wir dann in Anif bei Salzburg. Wir könnten Stunden, wie es redet, es geht rasch auf 14.01 Uhr am Muttersberg. Mhm. Die Puppe möchte ich nochmal, wo lässt du die machen? Wie entsteht das? Ja, die Puppe, die sind mittlerweile 20 Jahre alt. Was? Also ich kann mich erinnern, die schauen gleich aus. Kalter bin ich und die Puppen haben mir alles selber gemacht. Echt wahr? Ich habe Respekt. Ca. 120 Puppen. Alles selber gemacht? Ja, also nicht ich selber, halt im Team haben wir die gefertigt und die sind wo ganz leicht und zwar haben wir das so gemacht, wir haben Fensterschaum genommen, also diesen BU-Schaum, da haben wir dann so Kugeln gemacht, die hat es dann aufgeblasen. Und dann haben wir da das so rausgeschnitzt und mit Pappmaché überzogen. Und ja, mittlerweile ist er 20 Jahre alt. Respekt und Gratulation, Oma Lilli, die ist etwas jünger vom Fertigungsalter her. Premiere von Oma Lilli heiratet am ja, 21.09. auf der Kulturbühne am Bach. Aber es gibt leider noch mal ein paar Restkärtle. Aber noch viele andere Auftrittsorte. Ich das stimmt. Da alles, alles danke. Gute dir und deinem Team. Danke. Hab viel Kraft. Vielen Dank. Wie sieht man? Keep calm. Und genieß es, auf der Bühne zu sein. Das tue ich. Und du gibst sicher wieder alles. Ich versorge es. Und ihr seid vielleicht auch mal mit dabei. Ist eh überall ausgeschrieben auf Facebook und so weiter. Wir sagen danke fürs Zulager. Danke für den Besuch. Und danke für die Einladung. Danke.